Die Maden essen mein Gewebe. Ich habe jetzt 3 solche Maden in mir. Ich habe das jetzt nicht wahrhaben wollen. Ich habe das jetzt schon einige Tage hinausgezögert, weil ich dachte, ach, das ist einfach nur ein Mückenstich oder was anderes. Ja, die sind jetzt aber schon seit 10 Tagen ungefähr. Also das sind keine Mückenstiche und ja, und das spricht auch dafür, weil wir jetzt gesehen haben, dass so ein Sekret rauskommt und das spricht halt für die Dasselfliege. So, hier kommen wir jetzt zum Corpus Delicti. Ich versuche das mal zu zeigen. Also das ist hier 1, 2, 3. Sieht jetzt aus wie ein Mückenstich, wie ein Pickel oder Mückenstich, wird allerdings in den letzten Tagen größer und röter. Und hier ringsrum ist so ein roter Hof. Weiß nicht, ob man das auf dem Video erkennen kann. Das juckt immer mal wieder. Manchmal ist auch mehr so ein stechender Schmerz. Vermehrt in der Nacht, habe ich festgestellt. Und Verena hat diese Nacht gesehen, weil sie mit der Lampe geguckt hat, dass an 2 dieser Krater ein Sekret rausgekommen ist. Also quasi, das sind die Ausscheidungen dieser Maden. Die müssen ja irgendwie, die essen ja Gewebe und scheiden das wieder aus. Und das wird rausgedrückt. Und zum anderen dient das denen zum Luftholen. Die holen über diesen Krater Luft. So, was wir jetzt machen werden, um die jetzt zu töten, wir kleben jetzt Klebeband auf diese Löcher. Theoretisch müssten die dann aktiver werden und mehr von mir essen. Also wenn jetzt wirklich die Maden in mir drin sind, dann merke ich das, wenn wir das Klebeband draufkleben, hier ist gerade eine kleine irgendwas, dass die dann aktiv werden, weil die wollen natürlich versuchen, am Leben zu bleiben, ist ja logisch. Und wenn wir denen die Luft so vorab abschnüren, wollen die natürlich am Leben bleiben. Es kann sein, die wollen nach außen kriechen, was natürlich nicht möglich ist, dadurch, dass ich das Klebeband drauf habe. Jetzt hat sich da irgend so ein Süße. Die Tiere könnten das quasi auch übertragen, theoretisch. Diese kleinen Fliegen, irgendwas. Übrigens, die Maden, die essen halt so lange das Gewebe, bis die irgendwann sich verpuppen oder bis da eine Fliege rauskommt. Und da gibt es andere Videos im Internet, falls ihr euch das angucken wollt. Die werden wohl ein bisschen fingerdick. Die Fliegen sind, ich glaube, 1 cm groß oder sowas dann. So, wir lassen sie jetzt mal wirken. Mal sehen, was passiert. Und dann melden wir uns wieder. So, wir hatten jetzt das Klebeband. Wie spät ist es jetzt? Keine Ahnung. Also mindestens eine halbe Stunde drauf, eher eine Stunde oder so. Es tut es ab und zu noch weh, und wenn ich drücke, tut es immer noch weh. Ja, ist klar, wenn da was drin ist. Ja, ist klar, wenn da was drin ist, genau. Die Verena ist erst in uns drin. Zieh mal ab jetzt hier. Das geht leichter, als ich dachte. Ja, und so gut klebt es auf der Haut nicht. So. Nee. Oh, ranzoomen hier. Sebastian versucht es selbst zu rücken. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier unten runterkomme. Das ist schon ganz schön, sieht man jetzt nicht so, weil am Po ist halt, ich bin zwar schlanker, selbst bei mir ist da ein bisschen Fett. Und da sieht man die Erhöhung nicht so, aber man merkt, dass es richtig hart ist hier. Ich versuche jetzt einfach mal unten zu drücken. Mal sehen, dass die Suppenstraße irgendwas. Mal sehen, was passiert, ob was passiert. Es kann natürlich sein, dass ich das Teil nur so drücke. Ich hoffe mal, dass die noch nicht so groß ist und auch nicht weiteres hier. Oh, da ist was gekommen. Ja, das ist aber nur Eiter, oder? Keine Ahnung. Das ist vorgerutscht. Ich sehe es. Sieht aber aus wie Eiter, oder? Weiß ich nicht. Tut schon ein bisschen weh. Na gut, ihr kennt das von dem Pickel. Lässt sich ein bisschen bescheiden drücken. Wenn hier wirklich ein Tier drin ist, das ist natürlich logisch, das will ja nicht unbedingt ihren sein. Soll doch, glaube ich, wieder Haken haben. Keine Ahnung. Das glaube ich kein Alter. Meinst du nicht? Nee. Und nicht einfacher zu drücken, das wird wahrscheinlich bestimmt gleich schön geschwollen sein. Das ist kein Eiter. Ist kein Eiter? Nö. Nö, ist kein Eiter. Das ist so. Oh, die ist schon ganz schön groß, du. Ja, das ist ein Ding. Ja, das legt man die oben ab. Ja.
Also es ist jetzt, tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen, aber es ist jetzt nicht irgendwie. Oha. Jetzt kam die Kacke wahrscheinlich mit. Warte. Ich zoome nochmal rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt tot ist oder lebend ist. Willst du ein Stück? Und tu mal abwischen. Ist das schon das ganze Vieh? Das weiß ich nicht. Ich drück einfach nochmal. Guck mal. Also das Tier bewegt sich. Also mit Abkleben hat es nicht so viel gebracht. Aber wir haben es rausgekriegt. Wir haben es raus, ja. So, hier sieht man es. Das bewegt sich noch. Also das Abkleben hat jetzt nicht so viel gebracht. Das mit Pickel ausdrücken hat das nicht mehr viel zu tun. Das ist schon eine andere Dimension. Ach, stimmt, jetzt kommt was Weißes. Jetzt guck schon das. Das hat vorhin so flutsch gemacht. Köpfchen raus. Ich glaube, es ist der Hintern, der zuerst kommt. Das war bei einem anderen der Hintern zuerst. Ach so. Das dünne ist der Hintern, das dicke vorne ist der Kopf, glaube ich. Ach so. Sieht man schon was Schwarzes? Ja. Soll ich abtupfen? Das ist schon heftig. Ich würde drücken müssen. Nee, da ist noch nichts, oder? Ich glaube, es war am Ausgang kurz zu sehen. Aber mehr war noch nicht. Jetzt muss ich erstmal die mittleren versuchen, oder? Ich hätte jetzt den, bevor er sich gleich wieder tiefer gräbt, zu Ende gemacht. Aber du musst das wissen. Ja, ich sehe den Kopf jetzt. Ja, genau. Oder den Hintern, eins von beiden. Oh ja, jetzt sieht gut aus. Es gibt Leute, die bringen das mit. Er hat halt wieder Haken, Zeit raus, ne? Aber da kann man es kaputt machen. Oh, ich leide richtig mit dir. Bleibst du draußen? Jetzt kommen die Widerhaken, das sind nämlich der Schwarze. Gar nicht so einfach. Du machst den Tupfen ringsum. Ich rutsche mit den Fingern. Ja, mach, beeile dich. Ja. Tut mir leid, wenn ich jetzt so rumjammere, aber es tut schon ein bisschen weh. Ich glaube, das kann man verstehen. Man sieht da, wie du drückst. Jetzt. Ja. Oh. Die ist nur größer, oder? Täuscht das? Fokussiert er immer wieder nicht so richtig. Zwei geschafft. Oh, ich zitter schon drüber, richtig. Schweißhände. Ja, ich schwitze. Warte, ich mach's mit auf das andere drauf. So, jetzt Nummer 3. Es ist natürlich auch ein bisschen anstrengend, weil ich muss mich jetzt hier die ganze Zeit so verrenken zum Drücken. Aber jetzt nächstes Mal raus haben. Das wird bestimmt noch ein paar Tage jetzt schön geschwollen sein hier. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand anguckt hier. Ob das jemand antut hier, wie ich an mir rumdrücke. Aber es ist schon halt. Naja, es gibt nicht so viele Alternativen. Lässt man sie drin, wird das Loch immer größer. Ja, die frisst richtig Gewebe auf, die wird halt immer größer. Die sind da jetzt echt noch ziemlich klein, wenn ich das so sehe. Oder ihr müsst halt zum Arzt. Der, zum Arzt gehen, genau. Der schneidet raus. Oh, ich glaube, es kommt was, oder? Schau mal den Tropfen weg. Doch, nee. Nee, das ist die schon irgendwie. Die, ich glaube, die ist hier unten mehr. Hä? Oh. Wir können Pause machen, wenn du willst. Voll anstrengend hier. Naja, jetzt erledigt ist, wir haben es schon lieber, es ist raus. Ja, vor allem, wenn du jetzt weißt, was du da genau in dir hast. Oh. Nein, aber mal Haut, ist wirklich. Na gut, egal. Lieber. Du wirst einen extremen Bluterguss haben, vermute ich. Oh. Ja, lieber das als irgendwas in mir. Was dich auffrisst, richtig. Und die ist, glaube ich, hartnäckig. Oh, hartnäckig, ja. Das Problem ist, dass ich ja an der schon mit gedrückt habe, wo ich die Zähne rausgeholt habe. Im Notfall kann man halt Pause machen, eine halbe Stunde nochmal. Wie man sieht, die linke, wir sind immer noch bei der zweiten, die dritte haben wir so nie raus. Ich glaube, ich muss ich da nochmal probieren, das ist mir gerade so heftig hier vom Drücken her. Die linke ist tot, ich hoffe mal, dass ich davon alles erwischt habe. Die rechte lebt noch. Die rechte war die erste, das war die ganz unten. Die mittlere ist dann scheinbar tot gegangen, scheinbar weil sie keine Luft hat, oder habe ich zu sehr gedrückt, keine Ahnung. Die andere lebt noch. Die obere ist die linke, genau. Und eine ist noch in mir. Also ich gehe davon aus, dass eine in mir ist. Ja. Weil sie sahen alle drei gleich aus. Aber es ist schon echt mysteriös, dass ich drei Stiche gleich nebeneinander habe mit einem Mal.
Ah ja gut, was soll's? Das habe ich jetzt von niemandem gehört. Ich kenne es bloß mal einen hier, mal einen da oder so, und dann wieder mal eine Zeit lang nichts. Oder wie gesagt, wir hatten einen Freund, der hatte mal in einer Wunde zwei Stück drin, zwei Eier, also zwei Maden, aber das soll auch selten sein. Aber gleich drei nebeneinander. Wenn du Kommentare schreiben. Ja, wenn ihr das schon mal hattet und vielleicht noch extremere Fälle, also extremere Fälle gibt es auf jeden Fall, weil die dann größer sind, die Maden, aber so lange wollte ich nicht warten. So, ich werde mich jetzt nochmal dem dritten versuchen hier. Kommst du raus? Bis jetzt sehe ich noch nichts. Also, habe ich einen Pickel an ihrem gedrückt, das könnte mit loben. Hier muss doch irgendwas rauskommen. Gibt's doch nie. Gibt's doch nicht. Hm? Ich will irgendwann weiter mit dem Tier in mir leben. Komm schon raus. Nee, sieht noch nichts. Überhaupt noch nichts. Ich glaube, ich werde es erstmal jetzt sein lassen. So, wir haben jetzt eine Nacht verstreichen lassen. An dem unteren sieht man ja, da ist ganz gut verheilt. Der ist auch nicht mehr so dick. Er ist schon noch geschwollen, aber nicht mehr so stark. Die oberen beiden sind noch ziemlich stark geschwollen. Und ich habe jetzt einfach, weil in den mittleren kam ja nichts rausgerissen, habe jetzt einfach nochmal abgeklebt und habe vor uns auch wieder ein Stechen gehabt. Also ich stehe jetzt davon aus, dass da noch was Lebendes drin ist. Kam ja gestern hier raus. Mir ist es auch lieber, es lebt noch, als wenn es tot ist. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, das Ding auszudrücken. Ich habe sowas gar keine Lust, nachdem ich gestern die Tage umgedrückt habe, aber es nützt ja nichts. Ich will wegen sowas nicht zu einem Arzt gehen, das macht für mich den Sinn. Das ist Bagatelle. So, Klebeband ist ab. Ja, hier ist nass drunter. Wie man das sehen kann. Ja, sieht man so ein bisschen reflektiert. Ist auf alle Fälle nass, also sprich, da kam wieder was raus. Da ist jemand noch am Leben und versucht, sieht man auch hier, und versucht irgendwie hier. Oh, die ist direkt vorn. Vorm Loch? Ja. Das funktioniert gut. Ja, oh, hätte ich das gewusst gestern. Das ging jetzt richtig schnell. Das ging jetzt rucki zucki. Also, wer das mal hat, Achtung, ich versuche mal scharf zu machen. Dort ist er. Wer das mal hat, lass das Klebeband lieber ein bisschen länger drauf. So. Hier sieht man es immer mit meinem Blut. Die ist. So, die zweite. Ich weiß nicht, ob die noch am Leben ist. Die bewegt sich nicht, das und die hat sich ja noch bewegt, die eine. Ja, ihr könnt das Video gerne teilen. Das ist jetzt nicht so toll, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, was es so für Sachen gibt. Also, es ist jetzt eins der wenigen Lebewesen, die sich wohl von außen in den Körper einsetzen und dann in euch leben und im schlimmsten Fall in euch schlüpfen.